Recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar This War of Mine. Ja, es geht ums Überleben im Krieg und wir schauen mal, wie es losgeht. Ladebildschirm. Tag 1. Fuck the war. Zerstörtes Haus mit dem Badezimmer. Da steht jemand. Noch jemand. Da unten ist noch jemand. Drei Leute. Okay. Ja. Sieht nicht so toll aus, ne? Und auf geht's. Geschichte. 1, 2, 3, eine Dame, zwei Herren. Als der Bürgerkrieg ausbrach, dachten viele, dass er nur ein paar Wochen andauern würde. Es dauerte Jahre, bis das Militär der Regierung endlich die Brellen in der Hauptstadt eingekesselt hatten und all ihre Versorgungswege abschnitt. Die Zivilbevölkerung, die in der Stadt gefangen ist, leidet unter Hungersnot, Erkrankungen und Bombardierungen. Katja traf sowohl Pavel als auch Bruno noch vor dem Krieg. Sie ist eine Reporterin gewesen, während Bruno so eigene Kochshow im Fernsehen hatte. Pavel ist der Star der lokalen Fußballmannschaft gewesen und sie hat ihm einmal interviewt. Nun treffen sie sich unter vollkommen anderen Umständen auf der Suche nach Lebensmitteln und Unterschlupf. Okay, Katja kann gut falschen. Bruno ist ein guter Koch und Pavel ist ein schneller Läufer. Okay. Jetzt haben wir Pavel, den schnellen Läufer, der ist leicht krank, aber der kann erstmal hier plündern. Bruno ist der Koch, der hat neben sich auch was zum Plündern und Katja sitzt hier. Die kann erstmal warten, bis hier alles aufgenommen ist. Kräuter, Dietrich, Teile, Zucker, Wasser. Wasser ist wichtig. Elektrische Teile. Wir nehmen natürlich alles. Und weiter geht's. Alles nehmen. Ja, da waren schon Sachen, die ich jetzt aus Versehen wohl angeklickt habe, gehe ich von aus, weil ich wollte eigentlich ihn hier das machen lassen. Und Katja geht mal da unten hin. Da haben wir wieder weitere Bauteile, Kräuter und Zucker. Ja, dann lassen wir Pavel hier unten suchen. Katja soll doch an die Werkbank gehen, oder? Ach so, hier oben ist noch. Okay, er ist da runtergesprungen. Die Abkürzung genommen. Oh, wir haben hier einmal Nahrung. Okay, alles nehmen, ne? Verlassen. So, und dann können wir schon was bauen. Als erstes sollten wir vielleicht hier den Ofen bauen, ne? Primitiver Herd. Ja. Stellen wir den her. Und der muss irgendwo platziert werden. Ich denke mal, wir machen das hier in der Küche dann, ne? Ja, das sieht doch gut aus, ne? Platzieren. Das ist Bruno. Bruno kann schon mal die Tür hier aufmachen. Wo ist denn... Ja, guck mal da rein, dass du da reinkommst. Die Tür ist verschlossen. Vielleicht kriegst du die auf. Okay, die ist auch aufgegangen, die Tür. Dann könnte da mal der Haufen weggemacht werden. Und dann gucken wir mit ihm da rein. Zucker, Kräuter, Teile und Elektro. Teile. Alles nehmen, verlassen. Er macht sich daran. Ein paar Verbesserungen und es könnte wohnlich sein.
weitere Sachen bauen, denke ich. Das mit dem Essen sind wir ja schon einen Schritt weiter, aber das muss Bruno gleich machen. Bruno muss gleich was zu essen kochen. Okay. Ja, ein Bett macht schon Sinn. Das Bett würde ich gerne hier unten hinsetzen. Weil das ist das zweite Kellergeschoss. Das sollte da eigentlich sicherer sein. Bruno ist da unten, glaube ich. Wer wird als erstes fertig? Gute Frage, ne? Ein bisschen rauszoomen vielleicht. Ah, sie ist in der Stadt aufgewachsen. Hat im Ausland studiert und wurde Journalistin. Jahre war sie weg. Berichterstatterin im Krieg. Hat sich freiwillig gemeldet. Wollte nach den Eltern sehen. War es schon zu spät. Das Haus stand in Ruinen. Die Familie war zum Glück verschwunden. Und sie sucht sie. Also sie hat auf jeden Fall nicht verloren im ersten Sinne. Vielleicht doch, aber erstmal sind sie vielleicht auch geflohen. Ziehen, um weiter und mehr zu sehen. Okay, geht nicht. Gut. Was ist mit Bruno? Restaurantbesitzer, TV-Show gehabt, hat wunderschöne Orte besucht, vor der Kamera exquisite Gerichte gekocht. Diesmal ist er froh, wenn er Dosenfleisch hat oder einen Sack Reis. Er ist ein Raucher, während die Katja eine Kaffeetrinkerin ist. Jetzt haben wir hier noch Pavel, der ja krank ist. Er wohnt in einer besseren Gegend. Hat er lange nicht gesehen. Es geht ihm nicht so gut. Ein Fußballspieler braucht man im Krieg nicht. Aber ein schneller Läufer ist wichtig. Ja, okay. Der wird dann wahrscheinlich erstmal plündern müssen. Das Bett wird gebaut. Das Bett ist als erstes wahrscheinlich fertig. Da müssten wir eigentlich noch ein zweites Bett hinkriegen, oder? Nee, wir brauchen erst nur ein Bett. Katja kann dann nochmal hier gucken, was wir noch bauen können. Aber hier ist, wer ist das, Pavel? Ja, Pavel ist da gleich fertig. Wahrscheinlich vor Katja. Dann haben wir noch ein paar Sachen. Nee, haben wir nicht. Gut. Wir könnten sogar schon ein Radio bauen, wie sehe ich das? Ja, Stimmung aufhellen, ne? Aber ein Radio ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt sofort wichtig, oder? Wie lange dauert das denn, Holzverbrauchsgüter machen? Tja. Zum Essen kochen brauchen wir das. Und der müsste doch den Schrank aufkriegen, oder? Ah. Da liegt immer noch ein Haufen. Verband. Sind das auch Kräuter? Ja, Zucker und Bücher. Ja, mach mal da bitte weiter. Pavel, guckt mal danach. Was machen wir mit Katja? Die hat Feuerholz schon gemacht, ne? Dann lass ihr ruhig nochmal Feuerholz herstellen. Das brauchen wir auch zum Kochen. Und das muss Bruno dann als nächstes machen wahrscheinlich. Aber momentan hat niemand Hunger. Das ist erst am nächsten Tag wahrscheinlich fällig. Sie ist noch am Arbeiten, oder wie sehe ich das? Dann soll sie mal da weitermachen. Da haben wir Kräuter. Ne, doch, das waren Kräuterbestandteile. Zucker und Holz. Alles nehmen. Sie ist abgeschlossen.
Wir haben keinen Dietrich mehr, okay. Dann, ja, was ist das? Ein Destillateur. Nee, aber eine Metallwerkstätte, die ist doch cool, die machen wir doch mal. Und die bauen wir gleich hier nebenan hin. Ja, denke ich mal, das macht Sinn. Was macht er? Er geht nach da oben. Und macht da weiter. Wir haben einen Verletzten. Das war Bruno, ne? Nein, noch nicht. Ach, krank war. Pavel war krank. Leicht krank. Eine Schaufel brauchen wir. Können wir da eine Schaufel bauen? Nein, mach du dort weiter. Das war Quatsch. Ja, wir können eine Schaufel bauen. Ja, die stellen wir her. Okay, die Nacht kommt. So. Ja, Pavel ist der schnelle Läufer. Aber der ist krank. Der geht im Bett schlafen. Katja geht dann plündern. Und Bruno steht Wache. Und wir hoffen, dass er gesund wird. Hier steht nur eins hinter, ich weiß nicht was. Bombardiertes Haus. Da gibt's Lebensmittel. Das Haus müsste leer sein, so wie es da steht. Da mal ein Doppelhaus. Da sollen Leute leben. Und da ist es aber gefährlich. Baufälliges besetztes Haus. Ja, wir gehen erstmal hier in das bombardierte Haus. Das hört sich ziemlich ruhig an. Ja, mitnehmen. Wir haben keinen Dietrich, nichts. Also gehen wir so los. Okay. Vorm Haus gibt's schon was. Baumaterial. Wir nehmen erstmal alles. Da gibt's noch was. Wahrscheinlich hat uns die Ratte gerade gebissen. Oh, da gibt's ganz viele Baumaterialien. Und wir können noch nicht mal alles nehmen, verlassen. Gucken wir erstmal da weiter rein. Das Haus ist relativ klein. Wir können niemanden sehen. Gehen wir erstmal rein. Das ist ein Kühlschrank, oder? Ja, wir finden auf jeden Fall reichlich Lebensmittel und Zucker und ja, das nehmen wir erstmal alles mit. Gut, was macht der Tisch? Oder Kommode, was es ist. Zucker. Zucker ohne alle. Nehmen wir auch erstmal mit. Und was lassen wir noch woanders was liegen? Was war das für ein Geräusch? Oh, das ist wichtig. Tabletten. Und ein Verband. Gehen wir nach oben. Können wir auch was gucken, aber wir gucken erst durch die Tür, nicht, dass da nachher hinter einem ist. Ist dort jemand? Nein. Dann lass uns erst da plündern. Ganz viele Baumaterialien, was ist das? Schießpulver, können wir nicht mitnehmen. Dann denke ich, lassen wir erstmal Zucker hier. Das Schießpulver nehmen wir mit. So, der Rest geht nicht. Das lassen wir erstmal hier. Gehen wir in den Raum weiter und gucken. Diese Tür ist abgeschlossen. Die kriegen wir jetzt auch nicht auf. Okay, dann gehen wir erst wieder runter. Im Kellerraum gibt's auch.
gucken wir erstmal in den Keller. Okay, da ist schwierig reinzukommen. Ah, hier können wir sofort was untersuchen. Machen wir das doch als erstes. Das ist nur ein Kellerraum. Da gibt's nur Holz. Verlassen. Den Schraub wegmachen. Okay, das ist mühselig, aber wir sind ja am Bauen einer Schippe. Die ist schon ganz schön wichtig. Ja, die Schaufel kommt beim nächsten Tag. Ich weiß gar nicht. Ach so, der Tag geht einmal hier rum. Okay. Das schaffen wir, denke ich, noch. Wir haben hier viele Baumaterialien. Die Zeit läuft, die halbe Nacht ist schon rum. Ich hoffe, das ist nur irgendwie eine Maus oder sowas. Nicht, dass da einer gekommen ist und uns gleich über den Regen einhaut. Okay, der Berg ist gleich weg. Halbe Nacht ist rum. Aber wir müssen gucken, dass wir wichtige Dinge finden wie Lebensmittel. So. Was sagt der Schrank? Verschlossen. Na, super. Das heißt, wir müssen hier definitiv nochmal herkommen. Dort liegt was im Garten. Und was ist das? Da ist ein Ausgang. Na, dann machen wir hier mal was an der Seite, oder? Geht's hier raus, oder? Wenn ich eine Art Schaufel hätte, genau. Ach so, es geht nur noch auf der Seite. Man muss sich durchgraben. Auf diese Seite geht's gar nicht raus. Interessant. Gut, okay. Aber ich bin doch von links gekommen, oder? Ist schon interessant. Nacht 1. Ist bald vorbei. Tja, da verschlossen, dort verschlossen. Und wir müssen zusehen, dass wir hier rauskommen. Der größte Teil ist aber geschafft. Aber viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Komm schon. So, gehen wir gerade noch hier gucken, was da liegt. Was ist das? Zigarette, Kartoffeln. Kartoffeln nehme ich mit. Da schmeißen wir hier den Zucker raus. Okay, der Rest geht nicht. Spielt aber gar keine Rolle. Soll für diese Runde reichen, denke ich. Gut, dann gehen wir zum Ausgang. Und ich würde sagen, für diese Runde soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Tag auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.